Liebe Freundinnen und Freunde des BPB-Livestreams, ich begrüße Sie und euch ganz herzlich zum zweiten BPB-Forum Digital. Zu sehen gerade bei im BPB-Facebook-Kanal und auf unserer Homepage auf bpb.de. Das BPB-Forum Digital ist hier aus unserem schönen virtuellen BPB-Medienzentrum sozusagen ist ein Beispiel dafür, wie wir als Bundeszentrale für politische Bildung in den letzten Wochen unsere virtuellen Bildungsangebote ausgebaut und weiterentwickelt haben. Und wir bleiben da auch weiter dran. Neben den Gesprächsforen, die ihr hier in den nächsten Wochen weiterhin verfolgen könnt, haben wir eine neue Podcast-Reihe aufgesetzt, in der wir Verschwörungstheorien auf den Grund gehen. Es gibt vielfältige Angebote zum digitalen Lernen rund um das Homeschooling, um euch und Ihnen das auch zu erleichtern und alle möglichen Hintergrundinformationen, damit ihr noch tiefer einsteigen könnt, um die Corona-Pandemie etwas besser zu verstehen. Das Coronavirus, Stichwort, macht auch vor dem Weißen Haus nicht Halt und genau dorthin wollen wir unseren Blick jetzt lenken. Genauer gesagt schauen wir in die USA und auf die andere Seite, nämlich nach China, und analysieren die Lage der transatlantischen Beziehungen dieser beiden Staaten. Und wir tun das natürlich wie immer mit sehr versierten Expertinnen und Experten, die Ihnen mein sehr geschätzter Kollege Christoph Müller-Hufstede gleich noch näher vorstellen wird. Dieser ganze, das BPB-Forum Digital in diesem Fall, ist im Rahmen, findet im Rahmen einer Vortragsreihe statt. Das an dieser Stelle noch gesagt, die wir zusammen durchführen in Kooperation mit dem North American Studies Program der Universität Bonn und dem Amerika-Haus. Und diese Vortragsreihe nennt sich The White House Embattled the US Election 2020. Ich darf gleich das Wort an Christoph Müller-Hufstede übergeben. Bevor ich drei Sätze über ihn verloren habe, nämlich Christoph ist sozusagen der Mann für diese Diskussion und für die Moderation. Er hat sich sehr oft schon in China aufgehalten, hat Sinologie studiert, ist seit langen Jahren Referent in der Bundeszentrale für politische Bildung, hat China-Seminare durchgeführt, vorbereitet, Konferenzen zum Thema, ist Mitherausgeber des China-Länderberichts, der in der Schriftenreihe der BPB erschienen ist, und aktuell Koordinator für unsere europäischen das europäische Bildungsnetzwerk NISI. So, nun genug der Worte von mir und ich darf an dich übergeben, lieber Christoph, und du darfst unsere wunderbaren Expertinnen und Experten heute zu diesem Thema vorstellen. Bitte sehr, du hast das Wort. Schön, dass du dabei bist. Vielen Dank, liebe Anna, für die freundliche Einführung und guten Abend, meine Damen und Herren. Ich freue mich sehr, Sie alle in der Tat nur virtuell heute Abend hier begrüßen zu können zum BPB-Forum Digital. Ich freue mich, dass wir jemand haben, nämlich Gunnar Sohn, der uns technisch schon seit längerem beim BPB-Forum zur Seite steht. Und ich hoffe, dass er auch an diesem Abend schützend Hand über mich und uns alle hält. Denn, das darf ich Ihnen gleich am Anfang verraten, denn auch das ist eine Premiere für mich. Ich glaube, wir haben alle viele Premieren im digitalen Raum in den letzten Wochen erlebt. Dieses ist eine, auf die ich sozusagen jetzt schon lange hingefiebert bin, denn es geht um China und die USA und um ein außerordentlich spannendes Thema. Deswegen freue ich mich diesen Abend, den wir gleich beginnen werden und darf Sie alle in diesem Sinne noch einmal herzlich begrüßen. Ich darf Ihnen, bevor ich die Gäste vorstelle, Frau Dr. Huang Ying und Dr. Henrik Ohlsorge von der Universität Bonn und dann vielleicht mit einigen Worten auch nochmal den Rahmen der heutigen Debatte umreiße, doch noch einmal ganz besonders mit
ich auch einem und auch in der Bundeszentrale für politische Bildung bei Frau Professor Sabine Sielke vom North American Studies Program der Universität Bonn bedanken, die diese Ringvorlesung initiiert und auch organisiert, mit gemeinsam kuratiert hatte, wie man heutzutage sagt. Und dieses auch nun schon zum zweiten Mal, so haben wir 2016 vor eben klassisch 4 Jahren tatsächlich etwas gezittert noch, als es um die erste Wahl von Trump ging. Und wir werden, glaube ich, auch in diesem Jahr wieder zittern müssen, ob wir wollen oder nicht. Ich darf dann auch schon jetzt darauf hinweisen, dass es noch weitere 8 Live-Veranstaltungen im Rahmen dieser Reihe geben wird. Das können Sie alles auf der Website der Bundeszentrale für politische Bildung oder auch auf der Website des North American Studies Program genauer anschauen. Und Sie können natürlich auch Ihre Freunde weltweit, bundesweit zu diesen Veranstaltungen einladen. Auf diesen Vorteil bin ich auch in den letzten Wochen immer stärker aufmerksam geworden bei unseren digitalen Veranstaltungen. Meine Damen und Herren, neuer Kalter Krieg, Trump und die amerikanisch-chinesischen Beziehungen, so der Titel unseres heutigen Abends. Was noch im Herbst, als wir diese Reihe planten, als durchaus brisantes, aber im Wesentlichen als geopolitisch zu verortendes Thema zu zeichnen wäre, so hat uns die uns alle existenziell berührende Corona-Krise in den letzten Monaten seit Februar, März doch einen völlig neuen Rahmen für dieses Thema geschaffen. Denn vielleicht muss man mit dieser doch für mich auch nochmal schockierenden Zahl in der Vorbereitung auf diesen Abend beginnen. Es sind über 260.000 Menschen seit Beginn dieser Krise, seit Beginn dieser Pandemie gestorben. Davon eine Mehrzahl nach heutiger Statistik in Europa und in den Vereinigten Staaten von Amerika. Und damit ist dieses Thema, so meine These an den Anfang, eben aus einem seminaristischen, zu analysierenden Rahmen für viele Akteure, sowohl auf der politischen Seite, natürlich aber auch nicht zuletzt auf der Seite der vielen Betroffenen, in einen ganz anderen existenziellen und emotionalen Kontext gerückt worden. Und das macht die Debatte um das zukünftige Verhältnis und auch um das aktuelle Verhältnis von China und den USA ebenso brisant. Sie alle werden schon gehört haben, dass Entschädigungsforderungen gestellt worden sind, sowohl in den USA, aber auch in anderen Teilen der Welt, dass es große Fragen gibt nach der Frage der Ursachen und der Konsequenzen für diese Krise und dass ein permanente Polemik im Gange ist zwischen China, zwischen den chinesischen Politikakteuren und natürlich nicht zuletzt dem White House, um die Frage nach Verursachung, nach dem Grund der Krise und der Pandemie. Den Kontext muss man erwähnen und wir werden uns vor diesem Kontext auch nicht drücken, denn ohne diese Fragen wird man einfach den heutigen Stand der amerikanisch-chinesischen Beziehungen, aber auch der Konsequenzen nicht zuletzt für die europäischen Staaten, für die Mitgliedstaaten der Europäischen Union nicht wirklich erfassen können. Und daher werden wir uns zunächst einmal dem ersten Vortrag von Herrn Ohne Sorge zunächst einmal doch auf die Frage der Machtverschiebung zwischen China und den USA konzentrieren und dann in einem zweiten Vortrag, den Frau Dr. Huang vorbereitet hat, auf die Frage nach den Ursachen und Konsequenzen der Corona-Krise eingehen und werden dann, das ist die feste Absicht, nach diesen beiden Vorträgen die Veranstaltung öffnen. Leider nicht
nicht live, wie wir es natürlich ursprünglich geplant hatten, aber dafür sind Sie schon jetzt eingeladen, Ihre Kommentare und Fragen in die entsprechenden Spalten auf Facebook einzugeben. Die werden mir da eingeblendet. Wenn Fragen an einen von unseren Referenten haben, bitte versuchen Sie, die Fragen möglichst kurz und präzise zu stellen. Das ist auch die Bitte in Veranstaltungen, aber sie es gilt natürlich auch für die unsere heutige virtuelle Veranstaltung. Ich bin sehr gespannt auf die Inputs, die Impulsreferate unserer beiden Referenten. Ich stelle Ihnen zunächst, wie es sich gehört, Frau Dr. Huang Ying vor, die aus China kommt, aus der Provinz Jiangsu, aus Xuzhou, aus der großen Stadt Xuzhou, über 3 Millionen Einwohner, Metropolitanregion, wie ich nachgeschaut habe, über 8 Millionen. Nur auch da ein kleiner Begriff, in welchen Maßstäben man mit in der chinesischen Statistik, Stadtstatistik zu rechnen hat. Sie hat ihr Masterstudium an der großen und renommierten Universität, der Tunghai-Universität in Shanghai absolviert, ist dann nach Deutschland gegangen, hat 2018 an der Universität Bonn promoviert, mit einer Arbeit über die China-Politik der deutschen Bundesregierung seit der Wiedervereinigung, die auch veröffentlicht worden ist. Sie hat immer wieder moderiert für CCTV, den chinesischen Fernsehsender, und ist häufig zu Gastvorträgen und Vorlesungen eingeladen und arbeitet, das habe ich fast vergessen zu erwähnen, am Center for Global Studies an der Universität Bonn am Lehrstuhl für internationale Beziehungen. Dort arbeitet auch Henrik Ohnesorge, unser erster Referent, der gleich den Einstieg machen wird. Er ist geschäftsführender Assistent und wissenschaftlicher Mitarbeiter am Center for Global Studies, hat im Sommer 2019 promoviert mit einer Arbeit zum Thema Soft Power in den internationalen Beziehungen, also etwas, was uns auch hier im Verhältnis Amerika-China interessieren dürfte, und arbeitet seit längerem jetzt zum Thema Verschiebung in der internationalen Politik und wird uns dazu auch die Arbeit des Forschungsschwerpunktes am Center for Global Studies vorstellen. Damit darf ich Ihnen, lieber Herr Ohnesorge, das Wort übergeben und freue mich auf Ihren ersten Input. Dankeschön. Ja, lieber Christoph, vielen Dank. Ich glaube, ich spreche im Namen von uns beiden, das einfach mal rausnehme, zunächst mal Danke zu sagen, dass wir die Möglichkeit haben, in dem Rahmen zu diskutieren. Du hattest es eben angesprochen, wir haben ein sehr aktuelles Thema, was Fluch und Segen zugleich sein kann. Wir hoffen natürlich, dass wir sowohl neueste Entwicklungen mit einbeziehen können, als auch aber auch längere Trends identifizieren und vor allem dieser sehr aufgeladenen Situation mal versuchen, auch ein wissenschaftliches Fundament zu geben, einen wissenschaftlichen Rahmen zu geben, das mal versuchen einzuordnen. Und um das zu tun, habe ich auch einen kleinen Vortrag vorbereitet. Ich gebe mal direkt meinen Bildschirm frei. Hoffen wir, dass das jetzt alles so gut funktioniert, wie wir uns das in der Vorbereitung gedacht haben. Ich glaube, das scheint zu funktionieren. Ich werde also den Einstieg vornehmen und mal diese Frage diskutieren oder versuchen zumindest anzuschneiden. Neuer Kalter Krieg ist ja ein starker Titel, natürlich mit Fragezeichen versehen, sodass wir auch darüber sprechen können, was diesen Kalten Krieg ausgemacht hat und vielleicht heute ausmacht, dann im Untertitel aber auch Donald Trump und die amerikanisch-chinesischen Beziehungen. Das heißt, es wird auch immer um Donald Trump als Person gehen. Das berührt auch noch einen weiteren Forschungsschwerpunkt von mir, so am Lehrstuhl für internationale Beziehungen, nämlich die Frage nach dem Einfluss von Personen und auch politischen Persönlichkeiten auf die Weltpolitik. Und das ist ein Forschungsthema, das meiner Meinung nach in den letzten Jahren wieder verstärkt an Bedeutung und auch an wissenschaftlichem, öffentlichem Interesse gewonnen hat. Und Donald Trump ist da sicherlich jemand, den man sich sehr gut anschauen kann, gerade in diesem Wahljahr. Das vielleicht noch vorab. Deshalb auch nochmal Danke an die Organisatorin der ganzen Vorlesungsreihe,
Professor Silke, Sie haben das eben schon angesprochen. Es geht ja auch immer um die Frage, das steht oben drüber, in the US election. Und da müssen wir uns auch einmal vor Augen halten, dass nicht nur der US-Präsident gewählt wird, sondern auch noch viele weitere Amtsträger in den USA. Also ein sehr breites Thema, aber ich will versuchen, mal ein paar Worte der Einführung zu finden, um überhaupt mal zu sagen, wo stehen wir denn überhaupt? Das ist so der erste Punkt. Was macht internationale Beziehungen auch aus oder was macht auch diese Beziehungen, diese bilateralen Beziehungen zwischen den beiden Staaten, China und den USA aus? Dazu müssen wir uns, glaube ich, ganz entscheidend mal den Faktor Macht anschauen. Man kann internationale Politik eigentlich nicht verstehen oder erklären, ohne über den Machtbegriff zu stolpern. Und um das mal zu tun, möchte ich versuchen, verschiedene Dimensionen von Macht zunächst mal zu identifizieren. Danach dann ein bisschen was zu sagen, Vermessung der Macht habe ich das mal genannt. Wo stehen denn da die USA und wo steht denn da die Volksrepublik China in diesem Wettlauf der beiden? Und dann natürlich auch Perspektiven aufzeigen. Stichwort oder Frage neuer kalter Krieg. Das mal begutachten, inwieweit wir da vielleicht auch Perspektiven aufzeigen können, die über diese tagespolitischen Dinge hinausgehen. Informierter Blick in die Vergangenheit, der uns vielleicht auch Aussagen über die Zukunft machen lässt. Das ist so mein Einstieg und dann wollen wir im zweiten Teil, dazu wird dann meine Kollegin gleich ja kommen, konkretere aktuelle Konflikt- und vielleicht auch Kooperationsmöglichkeiten identifizieren. Zunächst also, wie über einem Schachspiele zur Einleitung. Ich hatte es gesagt, ich möchte versuchen, unterschiedliche Arten von Macht zu identifizieren und um das zu tun, ist, glaube ich, ein Bild ein ganz passendes und das ist das des Schachspiels oder eine Metapher, wenn man auch so möchte. Wir finden das schon hier in einem Zitat, ich stehe immer wie über einem Schachspiel und halte keinen Zug des Gegners für unbedeutend, aus einem der großen Dramen von Goethe, der eben über den spanischen oder den 80-jährigen Krieg schrieb, über Egmont und Wilhelm von Oranien, der das eben sagt und also als Politiker sich selbst mit dem Schachspieler vergleicht. Das finden wir auch in zeitgenössischen oder auch schon hier aus dem 16. Jahrhundert Bildern wieder. Politik wird oft mit dem Spiel der Könige, mit dem Schachspiel in Verbindung gesetzt. Und das geht auch bis in unsere heutige Zeit. Wenn wir hier mal diese Erscheinung von vor 10 Jahren uns anschauen, das Buch von Schmidt und Steinbrück, auch die haben dieses Bild sicherlich nicht ohne Grund gewählt. Und wir haben also eine lange Tradition, dass internationale Politik, gerade internationale Politik und Diplomatie verstanden wird als Schachspiel, dieses Brett 8x8. Heute würde ich allerdings sagen, ist die internationale Politik noch weitaus komplexer geworden, vielschichtiger, mehrdimensional. Und man könnte vielleicht heutzutage eher von einem Drei-Ebenen-Schachbrett-Spiel sprechen. Und das hat ein US-amerikanischer Wissenschaftler, sicherlich zu den Führenden seiner Disziplin gehört, Joseph Nye, mal aufgestellt oder dieses Bild entworfen, das ich noch ein bisschen vorstellen möchte. Er sagt also, internationale Politik können wir uns heute als ein Drei-Ebenen-Schachspiel vorstellen. Da hätten wir die erste Ebene, und das ist die Ebene der militärischen Dimension, der militärischen vielleicht auch Auseinandersetzung und Konfrontation, vielleicht das, was man so ganz klassisch unter internationaler Politik versteht, vielleicht auch was Egmont oder Goethe unter internationaler Politik verstanden haben, Macht. Kampf in der militärischen Dimension. Es hat sich natürlich mittlerweile entwickelt. Man kämpft nicht mehr mit den gleichen Methoden gegeneinander, aber immer noch spielt Militär sicherlich eine große Rolle. Die zweite Dimension ist die wirtschaftliche Dimension. Und dazu werden wir auch gleich noch im zweiten Teil oder dann sicherlich auch in der Diskussion kommen. Wir können die chinesisch-amerikanischen Beziehungen auch nicht verstehen, ohne die wirtschaftliche, die ökonomische Dimension mit einzubeziehen. Auch hier haben wir das Phänomen unterschiedlicher Akteure, die eine Rolle spielen. Das sehen wir auch auf dem Schachbrett. Es gibt einige, die haben mehr Zugmöglichkeiten als andere. Manche können vielleicht nur einen Schritt nach vorne tun, andere können über das ganze Feld springen. Und hier sind es sicherlich die Vereinigten Staaten und China, die in diesen beiden Dimensionen führend sind. Wobei in der militärischen Dimension, dazu werde ich auch gleich noch kommen, die USA immer noch unangefochten an der Position 1 stehen.
Wirtschaftlich sieht das schon etwas anders aus. Da sind sehr starke Verflechtungen. Aber auch da spielen die USA natürlich eine ganz entscheidende Rolle. Und es gibt aber auch noch eine dritte Ebene, die wir heutzutage nicht vernachlässigen sollten. Und in den vergangenen Wochen und mittlerweile ja schon Monaten hat sich das eigentlich sehr eindrucksvoll gezeigt. Das ist das, was man vielleicht als transnationale Dimension bezeichnen könnte. Was ist damit gemeint? Die ist vielleicht etwas abstrakter noch als die anderen beiden Dimensionen. Das ist die Dimension, in der alle gesellschaftlichen, auch kulturellen Austausche zu verorten sind. Beispielsweise, wenn wir daran denken, dass es so etwas gibt wie Ideen, die über die Staatsgrenzen hinaus vielleicht auch miteinander in Kontakt und auch in Konkurrenz treten. Internationaler Terrorismus, der sicherlich auch eine Komponente ist, der Nationalstaaten übersteigt. Aber beispielsweise auch globale Pandemien, ein ganz klares Phänomen, oder auch Migrationsfragen. Das heißt, das sind transnationale Elemente, die nicht mehr alleine oder vielleicht sogar zum Teil losgelöst von militärischer und wirtschaftlicher Dimension zu sehen sind, die meiner Meinung nach immer weiter an Bedeutung gewinnen. Das heißt, wir haben eine Verschiebung in allen Dimensionen. Wir haben eine Verschiebung in der Vertikalen, das ist das, was man vielleicht als Machtdiffusion bezeichnen könnte. Das heißt, dass militärische Macht zwar weiterhin sehr bedeutsam ist, gar keine Frage, aber eben auch andere Dimensionen des internationalen Schachspiels berücksichtigt werden sollten. Und wir haben dann in der Horizontalen, das zeigt hier der zweite Pfeil, auch noch eine Machttransition. Und das ist auch das, mit dem wir uns heute vor allem beschäftigen möchten, nämlich die Frage, wie verschiebt sich die Macht vielleicht auch zwischen den einzelnen Nationalstaaten? Und um das zu messen oder das greifbar zu machen, haben wir uns am Center for Global Studies einmal dran gesetzt, schon vor einigen Jahren, jetzt vor kurzem aktualisiert, mal versucht, sozusagen die Macht zu vermessen. Die Verbesserung der Welt war sehr erfolgreicher Roman vor einigen Jahren. Viele von Ihnen werden ihn sicherlich gelesen haben. Hier geht es jetzt eher um die Vermessung der Macht, die natürlich nicht so greifbar ist, wie vielleicht die Welt, die Humboldt vermessen hat. Aber wir haben versucht, einige Indikatoren aufzuwerfen und dann auch mit Zahlen zu füllen in Bezug auf das Phänomen Macht. Dazu sei vorab noch mal ganz kurz gesagt, dass Macht wirklich ein Phänomen ist, was unglaublich zentral für die internationale Politik ist. Hier sehen Sie noch mal nahe jetzt auch mit Gesicht. Er hat mal das sehr schön gesagt und hatte Macht mal mit dem Wetter verglichen. Macht ist wie das Wetter, jeder hängt davon ab. Jeder spricht auch darüber, aber sehr wenige verstehen es nur. Und das betrifft, oder hier können wir wirklich sagen, dass das ein exzellenter Vergleich ist. Einerseits berührt es uns alle, das Wetter, genau wie die Macht, die internationalen Beziehungen. Es ist auch ein Thema, was sehr häufig diskutiert wird, sowohl von Theoretikern, Wissenschaftlern, als auch in der Praxis. Aber das ist die letzte Zeile, few understand it, wenige verstehen es nur. Das heißt, es ist bis heute hoch umstritten, was ist überhaupt Macht und wie können wir es überhaupt verstehen. Und diesem kleinen Exkurs sozusagen eingedenk oder dieser Bedeutung von Macht eingedenk haben wir versucht, den Bond Power Shift Monitor zu entwickeln. Und ich will und werde das hier gleich nur kurz anreißen, kann Sie aber alle oder möchte Sie alle gerne auf unsere Homepage verweisen, auf die Homepage des Center for Global Studies, wo wir diesen Bericht ausführlich natürlich auch nochmal präsentieren und auch sehr viel mehr Infomaterial zur Verfügung stellen und Sie sich das auch selbst zusammenstellen können. Also da bin ich gerne auch für Fragen nachher natürlich bereit. Und jetzt will ich das kurz versuchen vorzustellen. Wir haben uns also überlegt, wie können wir die Kapazitäten von Nationalstaaten messen? Wie können wir Machtverschiebungen messen? Wie können wir vielleicht auch Vergleiche zwischen zwei Staaten anstellen? In unserem Fall wird das jetzt gleich China und die USA natürlich sein. Wie können wir vielleicht aber auch Prognosen abgeben? Und dazu haben wir uns verschiedene Indikatoren rausgesucht, 8 an der Zahl. Einige, die ersten hier oben, beschäftigen sich mit wirtschaftlichen Fragen. Sie werden also jetzt hier sehr schnell wieder die Dimensionen oder Ebenen des Schachspiels wiederfinden. Das ist hier so etwa die zweite Ebene, wirtschaftliche Indikatoren, wie das die Wirtschaftsleistung oder Exporte an Merchandise, also Waren und auch Dienstleistungen. Dann haben wir auch natürlich die erste Dimension berücksichtigt, indem wir sozusagen die Zahl oder die Größe der Armee oder des gesamten Armeepersonals mit einbezogen haben, aber auch Militärausgaben. Das sind diese beiden Größen.
Dann aber auch noch die dritte Dimension. Top Company steht da vielleicht so ein bisschen dazwischen, was natürlich auch ein Wirtschaftsfaktor ist. Aber diese Dimensionen hier unten haben auch große gesellschaftliche Relevanz. Top Universitäten, eine klassische Einflussgröße auch von Anziehungskraft von Staaten. Wer hat die besten Universitäten? Wer kann also die besten Forscherinnen und Forscher auf der Welt auch anziehen? Das sind unsere 8 Indikatoren, die wir uns angeschaut haben. Und das wollen wir jetzt uns einmal anschauen in Bezug auf die Vereinigten Staaten. Ganz kurz zu den Zahlen. Wir haben Berechnungen vorgenommen für die G20-Staaten, das heißt die größten, wirtschaftlich stärksten 20 Staaten, beziehungsweise 19 Nationalstaaten plus Europäische Union, haben das getan in den Jahren 2005, 2015 und 2017. Neuere Zahlen haben wir bisher nicht. Wir sind zwar mittlerweile in 2020, aber wir sind natürlich darauf angewiesen, dass uns alle Zahlen von allen 20 Akteuren in allen 8 Kategorien komplett vorliegen, sonst können wir unsere Berechnungen nicht anstellen und das ist bisher noch nicht möglich. Deshalb müssen wir, hinken wir immer ein paar Jahre hinterher. Aber wir können, glaube ich, sehr interessante Entwicklungen feststellen. Und Sie sehen hier in Grau den Machtanteil, den weltweiten Machtanteil der Vereinigten Staaten in eben den 8 Kategorien im Jahr 2005, in Blau in 2015, also 10 Jahre darauf, und in Schwarz 2017 nochmal 2 Jahre später. Und wir sehen tatsächlich in einigen Kategorien zum Teil auch eklatanten Rückgang in dem weltweiten Anteil. Das sehen wir bei Militärausgaben, das sehen wir besonders auch bei den Top 500 Unternehmen. Wie viele davon sind amerikanisch? Es waren im Jahr 2005 noch 35% und in 2015 nur noch 25%. Das sind so erste Beobachtungen, die wir hier machen können. Auch die Wirtschaftsleistung insgesamt lag im 2005 noch etwa bei 20%, mittlerweile oder im Jahr 2017 nur noch bei gut 15. Und jetzt fragen wir uns natürlich, wo sind die Prozent geblieben? Und da müssen wir nun mal auf den nächsten Akteur schauen. Hier sehen wir China mit den gleichen 8 Indikatoren und wir sehen ganz deutlich, dass China natürlich enorm an Macht gewonnen hat, einen großen Zuwachs verzeichnen kann, im Grunde in allen Kategorien. Vor allem aber, und deshalb habe ich sie auch mal hervorgehoben, in 2 Kategorien, die natürlich auch sehr entscheidend sind für die Macht eines Staates, in der Frage der Top-Unternehmen, die aus China kommen, der Anteil daran ist enorm nach oben gegangen, vor allem von 2005 bis 2010 in diesen Jahren, aber auch die Militärausgaben. Die Military Expenditures, die sehen Sie hier mit MILEX abgekürzt, enorm angestiegen. Dazu aber gleich nochmal eine Einordnung, wenn wir das mal vergleichen, beziehungsweise die Rangpunkte mal zusammenzählen, dann stellen wir schnell fest, dass die Vereinigten Staaten vielleicht an Macht verloren haben gegenüber China oder auch an Anteilen weweit verloren haben, aber in 5 dieser 8 Kategorien tatsächlich noch an Position 1 sind. In 2, in GDP und Merchandise Export, immerhin noch an Platz 2, eben nach China. Und in einer weiteren Kategorie an 4, das ist die Größe der Armee, wobei man da auch trefflich streiten kann, was die Größe der Armee, also in Personen bemessen, zur Macht so konkret aussagt, da können wir sicherlich den Indikator vielleicht auch noch weiter schärfen. Das ist also das Bild, was sich uns zeichnet. Und wenn wir mal versuchen, das ein bisschen aufzuarbeiten, man muss ja immer versuchen, auch so komplexe Daten ein bisschen schöner darzustellen, dann stellen wir schnell fest, dass die USA, wenn Sie das hier auf diesem Schaubild sehen, immer noch nach vorne oder immer noch ganz vorne im Grunde allen anderen davon fährt. Was wir aber auch sehen, ist, dass der Abstand zum Zweiten, nämlich zu China, rapide geschrumpft ist. Das heißt, dass China sich tatsächlich von hinten anschleicht, wenn man mal so möchte. Und man sieht auch, dass der Abstand zwischen allen anderen hier hinten nach unten oder kleiner geworden ist. So viel also mal zu ein paar Zahlen, Daten und Fakten. Dann jetzt abschließend noch ein paar Perspektiven. Was bedeutet das, diese Machtverschiebung, die wir ganz offensichtlich messen können? Wir können auch gleich noch über sie diskutieren, wie sie sich vielleicht in der Praxis darstellt, wie sie sich ausdrückt. Aber wir wollten ja auch mal versuchen, in die Zukunft zu schauen, Perspektiven aufzuzeigen und eben auch die Frage im Hinterkopf behalten, neuer kalter Krieg. Und hier ist, glaube ich, ein Konzept ganz interessant, was man unter dem
Namen oder der Bezeichnung Thukydides-Falle kennt. Und um diese Perspektiven sich einmal anzuschauen, ist es natürlich möglich, aus den Daten, die wir aus der Vergangenheit haben, relativ einfach mit unterschiedlichen Formeln und unterschiedlichen Gewichtungen mal in die Zukunft zu rechnen. Dazu sei gleich gesagt, in der internationalen Politik sind alle Vorhersagen mit großer Vorsicht zu genießen. Das haben wir oft in der Vergangenheit gesehen, dass da Fehler gemacht wurden und davor sind wir natürlich auf keinen Fall gefeit. Aber man kann natürlich die Daten mal nehmen und in die Zukunft rechnen. Das ist schon sehr interessant, dass wir also sehen, dass die beiden sich in ihrem addierten Machtindex annähern, beziehungsweise dass China irgendwann die Vereinigten Staaten überholen wird. Wann das ist, da ist man sich noch nicht ganz einig. Nach unserem 2015er Report hätte das schon im Jahr 2021 ungefähr sein sollen. Nach unserem jüngsten Report hat sich das ein bisschen nach hinten verschoben. Das ist schon mal eine ganz interessante Beobachtung. Das war noch lange vor Corona, aber wir haben trotzdem gesehen, dass dieses rapide Wachstum Chinas sich so nicht fortgesetzt hat und auch der Abstieg der USA nicht so fortgesetzt hat. Das heißt, diese Linie wurde laut unserem letzten Bericht schon nach hinten geschoben. Und man darf gespannt sein, wie das jetzt in Zukunft weitergeht. Bedeutet das aber automatisch, dass wenn der eine aufsteigt und der andere irgendwie an Macht verliert, dass es zu Krieg zwischen beiden kommt? Und hier hilft uns als Idee, vielleicht auch als Einstieg in eine Diskussion gleich, die sogenannte Thukydides-Falle weiter. Oder Thukydides-Trap, hört sich im Englischen sogar noch schöner an. Hier sehen Sie das mal grafisch dargestellt. Das ist eine Idee, die auf Graham Allison zurückgeht, der eben gesagt hat, wenn wir uns das Werk von Thukydides anschauen, dem Herrn hier in der Mitte als Statue, griechischen Geschichtsschreiber des 5. vorchristlichen Jahrhunderts, der über den Peloponnesischen Krieg geschrieben hat, über die Frage, wie es zum Krieg zwischen Sparta und Athen kommen konnte, dann können wir da ein Zitat rausgreifen, nämlich die Frage, was war denn der eigentliche Grund für den Krieg zwischen beiden? Und hier sagt er ganz klar, der eigentliche Grund, der wahrste Grund freilich und zugleich der meist beschwiegene, also der, über den am wenigsten geredet wird, ist das Wachstum Athens, das die erschreckten Spartaner zum Krieg zwang. Und auf diesem einen Satz aufbauend hat Allison nun diese Idee entwickelt, dass es auch zwischen China und den Vereinigten Staaten zum Krieg kommen wird. Ziemlich wahrscheinlich. Er sagt also, wir haben einen wachsenden Staat, in dem Falle nicht Athen, sondern China. Wir haben erschreckte Spartaner, das sind mittlerweile erschreckte Amerikaner. Wichtig ist hierbei auch nochmal über den Begriff erschreckt zu sprechen. Also es gibt irgendwie eine Angst davor, dass wer anders mächtiger wird. Und dann, so sagt Thukydides, zwingt das automatisch zum Krieg. Also es ist unausweichlich, dass die dann aneinander geraten. Und bei den Athenern und Spartanern hat er natürlich recht, da ist das lokal noch recht begrenzt gewesen, aber mittlerweile wäre das natürlich eine weltweite Konfrontation, die daraus hervorgehen könnte. Und so kommt Allison dann auch zu dem Schluss und er schaut sich viele Fälle aus den vergangenen 500 Jahren der internationalen Politik an, dass Krieg zwischen den Vereinigten Staaten und China tatsächlich mehr oder wahrscheinlicher ist, als die meisten es denken. Und wie gesagt, das ist ein Zitat, das mittlerweile 5 Jahre alt ist fast. Und heutzutage kann man kaum sagen, dass sich die Wogen da irgendwie geglättet hätten. Im Gegenteil. Wir haben andere Persönlichkeiten mittlerweile, die meiner Meinung nach eben großen Einfluss auch auf internationale Politik haben. Und wir haben eine ganze Reihe von Misunderstandings oder Misapprehensions and Underestimations derzeit. Eine ganze Reihe von Konfliktpunkten in den bilateralen Beziehungen, die tatsächlich zu Konflikt führen können. Und wir können das vielleicht erstmal so als Ausgangspunkt nehmen. Natürlich hat es einige Schwierigkeiten auch, aus der Vergangenheit in die Zukunft zu schließen. Wir sind mittlerweile in einer anderen Welt als Thukydides, die es vor 25. Jahrhunderten war. Aber einige Dinge gelten vielleicht noch immer und das Machtstreben von Staaten und der Konkurrenzkampf von Staaten ist sicherlich einer, mit dem wir uns heute auch noch konfrontiert sehen. So viel erstmal von meiner Seite. Ich habe gar nicht geschaut, wann ich angefangen habe, muss ich gestehen, aber ich weiß, dass ich jetzt erstmal aufhöre und würde mein Wort mal übergeben an meine Kollegin und dann natürlich auch gleich für Fragen zur Verfügung stehen. Oder ich weiß nicht, ob jetzt schon dringende sind, dann können wir das auch schon machen, aber ich gebe erstmal wieder zurück. Ja, vielen Dank vielleicht erstmal nur vom Moderator an dich oder an Sie, ohne Sorge, für den sehr präzisen und übersichtlichen Vortrag,
der uns erstmal sozusagen eingeführt hat in so ein paar Kategorien und auch in so Begriffe wie die Thukydides-Falle. Inzwischen kann ich auch diesen Namen einigermaßen unfallfrei aussprechen. Wir werden das vielleicht alle noch am Ende dieses kleinen Abends schaffen. Und vielleicht gleich nur noch mal als Zusatzfrage, aber wir dann in die offene reinnehmen. Von meiner Seite wäre natürlich, was hat denn die Corona-Krise oder die absehbaren Folgen der Corona-Krise gar nicht nur auf die unmittelbaren geopolitischen Fragen, aber auf dieses Machtgleichgewicht, wenn es um die wirtschaftlichen Potenziale etwa Chinas oder die USA geht, aber auch auf viele andere Fragen sozusagen verändert an den Berechnungen Ihres Instituts? Also das nur vielleicht mal als offene Frage nochmal von meiner Seite. Und dann möchte ich uns alle auch schon, auch im Sinne der Aufklärung, schon einmal vorbereiten auf Fragen, die inzwischen im Chat auch eingegangen sind, die wir aber jetzt auch nicht sofort beantworten. Aber ich gebe sie einfach uns allen schon mal zur Kenntnis, damit sowohl Sie, Herr Ohnesorge, als natürlich auch dann Frau Dr. Huang sich auf die Fragen vorbereiten können, denn sie gehen durchaus jetzt nicht nur auf den unmittelbaren Vortrag ein, den wir eben gehört haben. Die erste Frage, da geht es um die Strategie der Europäischen Union. Denn wir haben ja hier ein bipolares Verhältnis, sind aber natürlich selber davon insofern nicht unmittelbar betroffen, als wir in der Europäischen Union eine ganz andere politisches, soziales, wirtschaftliches Rahmenwerk haben, aber eben auch einen eigenen Blick auf die Welt. Und die Frage ist, welche Strategie sollte denn die EU fahren, um einen Platz, aber wahrscheinlich an der Sonne in dieser bipolaren Welt zu finden. Die Frage lautet, geht auch dann natürlich in Richtung China, gehen die Chinesen denn klüger vor? Insgesamt in der Corona-Krise haben sie die bessere Strategie. Eine spannende Frage, die sicherlich auch im Rahmen dieses Abends zu beantworten wird, denn es geht ja auch um die Frage, wer hat eigentlich die Pandemie verursacht. Da geht es um die Frage nach den Verschwörungstheorien und auch die Frage, wie die Bundesregierung, Deutschland, wahrscheinlich aber auch die Europäische Union denn mit diesen Verschwörungstheorien umgehen sollte. Darüber wird ja gerade Land auf Land ab diskutiert. Welche Handlungsoptionen haben wir, sollte man auch fragen, als politische Bildung, als Wissenschaftler. Und dann auch nochmal die Frage, ob China gestärkt aus diesem Machtkampf mit den USA hervorgehen wird. Soweit der Chat, der bei mir hier aufläuft. Sie sehen, ich gebe das dann auch gerne weiter, vor allen Dingen auch an alle anderen Teilnehmer, die natürlich auch weiter herzlich eingeladen sind, sich an diesem Fragerunden zu beteiligen, parallel zu den Vorträgen, die wir haben. Ja, damit gebe ich weiter an Frau Dr. Huang. Ich freue mich sehr, dass wir sozusagen jetzt den Blick von einer chinesischen Wissenschaftlerin auf China werfen können. Dankeschön und freue mich auf Ihren Vortrag. Jetzt müssen wir nur das Mikro anschalten. Ja. Ja, okay. Ich habe auch einen Vortrag vorbereitet. Jetzt werde ich gerne Ihnen meinen Bildschirm freigeben. Voilà. Ja. Guten Abend, meine Damen und Herren. Mein Name ist Ying Hua. Ich freue mich sehr, vor Ihnen über den Einfluss der Pandemie auf die amerikanisch-chinesischen Beziehungen zu sprechen. Bevor ich mit meinem Vortrag starte, möchte ich mit Ihnen eine kleine Abstimmung durchführen. Toll. Die ich bereits vorbereitet habe. Nehmen Sie bitte Ihr Handy zur Hand. Besuchen Sie bitte die Webseite www.polif.com. Geben Sie den Namen YHWANG758. Der dritte Schritt ist optional. Was Sie möchten, können Sie einen Nutzernamen geben.
Okay. Nicht mit. Erste Frage, versteckt oder verringert die Pandemie die Rivalität zwischen den USA und China? Ah, super, jetzt sehen wir schon das Abstimmungsergebnis. Versteckt, verringert oder keine Veränderung? Hm. Wow, versteckt, die meisten sind versteckt. Mhm. Super, okay. Oh, noch nicht fertig. Keine Veränderung. Hm, interessant. Okay, zweite Frage. Werden sich die verschlechterten amerikanische-chinesische Beziehungen negativ auf den Wahlkampf Trumps auswirken? Ja, nein, je nachdem oder keine Auswirkungen? Nein. Oh, sehr interessant. Ja, eher positiv. Ja. Hm. Okay. Das ist unser Abstimmungsergebnis. Dritte Frage. Welches Wort assoziieren Sie mit den amerikanischen-chinesischen Beziehungen? Konflikt? Partner? Geben Sie bitte ein Wort. Rivalität, sehr schön. Angespannt. Konkurrenz, ja, Konkurrenz. Noch mehr? Machtkampf. Wirtschaft. Oh, angespannt werde, mehrfach eingegeben. Wow, so schön. Machtkampf. Weltkampf. Ich habe sogar eine Chinesisch gesehen. Oh ja. Sehr schön, sehr schön. Gegensätzlich Handelskrieg, sehr schön. Wertestreit. Kommunismus, ja. Eben, es geht um Systemkonkurrenz. Sehr schön. Abhängig, aber Propagandakrieg. Sehr, sehr schön. Okay. Nun gebe ich Ihnen einen Überblick über die Lage, aktuelle Lage in den USA, in China und in Deutschland. Die Daten zeigen, dass die USA im Vergleich zu China aufgrund der hohen Zahl der Infizierten und Todesfälle von der Pandemie viele härter getroffen sind. Die Datenanalysten des Londoner Think Tanks Deep Knowledge Group zum Covid-19 kommen zu diesem Ergebnis. Anhand der Grafik 1 und 2 lässt sich erkennen, dass China auf dem 5. Platz im Sicherheitsranking steht, während die USA auf Platz 2 im Risikoranking landen. Deutschland hatte im Vergleich zu den anderen Ländern der Zeit das beste Sicherheitsranking in Europa und gehört auch weltweit das Beste und zu den führenden Nationen in Sachen Krisenmanagement. Die Grafik 3 zeigt, dass China mit der Corona-Krise besser und effizienter als die USA umgegangen ist. In einer Top-100-Liste belegen die USA lediglich den 70. Platz.
In keinem Land, anderen Land gibt es so viele Fälle wie in den USA. Ein Drittel der weltweit und 4 Millionen Corona-Fälle ist in den Vereinigten Staaten aufgetreten. Die USA ist somit zum weltweiten Epizentrum der Pandemie geworden. Warum trifft die Corona-Krise dieses Land so hart? Um diese Frage zu beantworten, gehen wir nur auf die Konsequenzen der Corona-Krise für die beiden Länder ein. Folgende Perspektiven sind zu betrachten: Wirtschaft, Führungsfähigkeit der Regierung, nationales Image, internationale Position sowie Systemkonkurrenz. Die Wirtschaft, die US-Wirtschaftsleistung, brach um 4,8% ein. Im April meldeten die Behörden eine US-Arbeitslosenquote von 14,7%, etwa 20,5 Millionen Arbeitsstellen außerhalb der Landwirtschaft. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum ist die chinesische Wirtschaft im ersten Quartal um 6,8% geschrumpft. Offiziell lag Chinas Arbeitslosenquote im März bei lediglich 5,9%. Man muss sich im Klaren sein, je länger die Corona-Krise dauert, desto größer ist der Schaden für die Wirtschaft, für die Gesellschaft und für die Politik. Die Politik hat deutlich zu spät auf das Coronavirus reagiert. Sowohl die USA als auch China. Vor allem wird die Führungsfähigkeit der Trump-Administration infrage gestellt. In der Corona-Krise zeigte das Gesundheitssystem gravierende Schwächen. Es fehlen ausreichende Testkapazitäten. Die Kosten des Tests und die Behandlung sind sehr hoch. Es mangelt an Krankenhausbetten und an Beatmungsgeräten. Die hohe Zahl der Todesfälle lässt Zweifel am Krisenmanagement der amerikanischen Regierungen aufkommen, weil sie anhand ihrer heimischen Ressourcen und technischen Stärke der Eindämmung der Pandemie nicht gerecht werden. Obwohl der Lockdown die chinesische Wirtschaft stark belastet, versucht China mit weltweiten Hilfsaktionen seinen Einfluss auszuweiten. Dabei ist das globale Verteilen der Atemschutzmasken und Beatmungsgeräte als außenpolitisches Instrument Chinas zu sehen. Sowohl die infrage gestellte Führungsfähigkeit der Trump-Administration als auch die Folgen der Pandemie können die internationale Position der USA schwächen und ihrem Ansehen in der Welt schaden. Die Kompetenz eines Staates und sein guter Ruf waren in der historischen Betrachtung die Grundvoraussetzung für eine globale Führungsrolle. Angesichts des zunehmenden Einflusses Chinas, vor allem in der Corona-Krise, muss die US-amerikanische Regierung ihren außenpolitischen Kurs drastisch ändern, um Chinas Macht in der Welt einzudämmen und ihre eigene Hegemonie aufrecht zu erhalten. Um einen Image-Schaden aufgrund der anfälligen Vertuschung zu verhindern, ist für die chinesische Regierung nur ein zentraler Aspekt ihrer Propagandastrategie: Verwirrung, um den Ursprungsort zu stiften. Fakt ist, dass Wuhan das erste Epizentrum der Pandemie war. Seine Hilfsaktionen können seinen Ruf in der Welt nicht ausgleichen. In dieser Krise gibt es keinen Gewinner. Trump sagte bei der Pressekonferenz, durch das Missmanagement der Weltgesundheitsorganisation und deren Vertrauen auf die Angaben aus China habe sich die Pandemie dramatisch verschlimmt und um die Welt verbreitet. Durch diese Kritik zählte Trump nicht nur nach anderen Schuldigen suchen und von den eigenen Fehlern ablenken, sondern
setzte die WHO unter Druck, sich von China zu distanzieren, was den Einfluss Chinas in der WHO verringern würde. Nach dem Zahlungsstopp der USA an die WHO spendete China 20 Millionen US-Dollar, um die Pandemie unter Kontrolle zu bringen und die Gesundheitssysteme in Entwicklungsländern zu unterstützen. Zweifellos kann China dadurch seinen Einfluss in der WHO weiter ausbauen. Während Trump vom chinesischen Virus redet, steckt Chinas Regierung an ihre eigene Geschichte. US-Militärs könnten Corona nach Wuhan gebracht haben. Es ist ein Propagandakrieg zwischen den zwei Supermächten über den Ursprung des Virus. Dadurch können die USA die Erfolge des chinesischen Einflusses zur Kontrolle der Virusausbreitung diskreditieren. Das China-Bild beeinträchtigen und Chinas Interessen schaden. Systemkonkurrenz zwischen der liberalen demokratischen Ordnung des Westens und Chinas autoritär Staatskapitalismus ist in vollem Gange. Weil die chinesische Regierung die Pandemie erfolgreich unter Kontrolle gebracht hat, zumindest eine zeitliche Vorsprung, ist das Coronavirus eine Chance für China, die liberale Ordnung zu schwächen. Es besteht die Hypothese, dass autoritärische Regierungen ihren demokratischen Kollegen überlegen sind, wenn es um die Bewältigung von Krisen geht. Fest steht, die Corona-Krise hatte den Machtkampf zwischen den USA und China verschärft. Sie haben auch gleiche Meinung. Das Verhältnis zwischen den USA und China war wegen des Handelskriegs und des Technologiewettstreits im Fall Huawei bereits stark belastet. Durch die Corona-Krise verschlechterte sich das Verhältnis noch weiter. Beide Nationen versuchen, ihre Medienpräsenz als Hauptakteure zu ihren Gunsten auszulegen. Wie wirkte sich die Corona-Krise auf den Handelskrieg zwischen den beiden Weltmächten aus? Wegen der Corona-Krise steht fast alles still. Jedoch geht der Handelskrieg weiter. Mitte Januar verzichteten beide Seiten in einem ersten Teilabkommen auf, neue Strafzölle einzuführen. Trotz des Stillhalteabkommens machen sie sich jedoch kaum Zugeständnisse. Zur Bekämpfung der Pandemie senkte Trump nur heimliche Zölle auf einige Medizinprodukte aus China. Die meisten Zölle, die die USA gesetzt haben, sind nach wie vor in Kraft. Wir sehen auch keine Einlenken aus der chinesischen Seite. Zudem geht auch der Technologiewettstreit weiter. Der größte Netzwerkausrüster und zweitgrößte Smartphone-Hersteller der Welt, Huawei, steht im Zentrum des Handelskonflikts zwischen den USA und China. Huawei wird nach wie vor als Gefahr für die nationale Sicherheit in den USA betrachtet und steht seit Mai vergangenen Jahres bereits in den USA auf einer Schwarzliste an Firmen, mit denen US-Unternehmen ohne Ausnahmegenehmigung keinen Handel treiben dürfen. Wenn der wirtschaftliche Leidendruck der USA durch die Corona-Krise so groß wird, kann Trump nachgeben, um die Wirtschaft nicht zusätzlich zu belasten. Aber die Frage ist, können die USA sich wegen der aus der Pandemie resultierenden hohen Arbeitslosenquote und der wirtschaftlichen Rezession einen weiteren Handelskonflikt oder Handelskrieg gegen China leisten? Das US-Handelsministerium steht kurz vor der Unterzeichnung einer neuen Regel, die es US-Unternehmen ermöglicht, mit Chinas Huawei-Technologie zusammenzuarbeiten, um Standards für 5G-Netze zu setzen.
die Präsidentschaftswahl in den Vereinigten Staaten ist für den 3. November 2020 vorgesehen. Werden sich die verschlechterten amerikanisch-chinesischen Beziehungen negativ auf die Wiederwahl Trumps auswirken? Ja oder nein? Meines Erachtens kann man die Situation momentan noch nicht pauschal bewerten. Beide politische Lager versuchen, die China-Karte zu nutzen, um mehr Stimmen zu gewinnen. Das Trump-Lager nutzt die Vorwürfe gegen China bereits für Angriffe gegen Trumps Wahlherausforderer Joe Biden von den Demokraten. In einem Wahlwerbsport werde Joe Biden eine zu große Nähe zu Peking vorgeworfen. Bidens Wahlkampfteam hat zurückgeschlagen und lobende Äußerungen Trumps über China und dessen Präsidenten Xi Jinping nach Wochen nach Beginn der Corona-Krise hervorgehoben. China wird als eine Karte in einem innenpolitischen Machtspiel der USA betrachtet. Ein weiterer Punkt ist der Handelskrieg. Obwohl der Handelskrieg mit China die bilaterale Beziehungen weiter belasten kann, wirkt sich dies nicht unbedingt negativ auf die Wahlkampf Trumps aus. Denn der von Trump gestartete Handelskrieg genießt Zustimmung in beiden politischen Lager und einen großen Teil der Bevölkerung. Dann Trump werde das gerne weitermachen. Ob Trump seine zweite Amtszeit gewinnen kann, hängt auch von seinem Krisenmanagement ab. Obwohl Trump die Information über das Coronavirus ganz offenbar schon im letzten Dezember hatte, versuchte er möglicherweise die Schuld auf China zu schieben. Dadurch kann Trump mit seinen Anschuldigungen vorrangig von seinen eigenen Versäumnissen in der Corona-Pandemie ablenken, ohne China im Wahljahr 2020 zum Sündenbock machen. Jedoch helfen die Vorwürfe gegen China den USA nicht bei der Bewältigung der Corona-Krise, vor allem ohne medizinische Ausrüstung aus China. Außerdem sind die USA von China abhängig, damit sich die Wirtschaft nach der Pandemie schnell erholen kann. Aus dieser Perspektive können sich die verschlechterten amerikanisch-chinesischen Beziehungen negativ auf den Wahlkampf Trumps auswirken. Eine Sache steht jedoch fest, die verschlechterten amerikanisch-chinesischen Beziehungen sind auf keinen Fall gut für die Welt, natürlich auch nicht für die EU. Vor allem nicht gut für die internationale Zusammenarbeit bei der Bewältigung der Pandemie und der Erholung der Weltwirtschaft. Nun kommen wir zum Fazit. China wächst zu einem starken Konkurrenten der USA heran, wobei die Corona-Krise diese Machtverschiebung katalysiert. Die verschärfte Rivalität zwischen den USA und China kann zu mehreren Konflikten, Konfrontationen, Instabilität und Unberechenbarkeit in der Weltpolitik führen. Der US-China-Konflikt wird zu einer neuen Normalität der Weltpolitik im 21. Jahrhundert. Wir befinden uns mitten in einem neuen Kartenkrieg. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit und freue mich auf weitere anregende Diskussionen mit Ihnen. Vielen Dank. Ja, ganz herzlichen Dank. Dann freue ich mich sehr, Frau Huang, auf die Diskussion jetzt mit Ihnen, denn es sind noch Fragen eingegangen und ich glaube, wir werden jetzt hier eine ganz spannende Debatte haben, die nicht nur, wenn man die Fragen sozusagen versucht, ein bisschen zu strukturieren, ich glaube, das sollte hier im Wesentlichen auch meine Aufgabe sein, dann geht es tatsächlich zum einen natürlich noch einmal um die großen Fragen auch der weltpolitischen weiteren Entwicklung, der Konsequenzen der Machtkampfs und auch der Corona-Krise auf die weitere weltpolitische Blockbildung. Da wird natürlich auch die Frage nach der EU Rolle spielen. Führt die Pandemie zu einer neuen Blockbildung?
Die Frage am Anfang stand ja schon, wie die EU sich da neu positionieren kann. Das ist sozusagen ein ganzer Block von Fragen, die natürlich auch nochmal die Zukunft betreffen, die bekanntlich schwer vorauszusehen sind. Aber die Trends, die Sie ja, Herr Ohne Sorge, aber auch Sie, Frau Wang, aufgeführt haben, die ja bei Ihnen so ein bisschen darauf hindeuten, Frau Huang, dass die Chinesen doch gestärkt aus diesem Krisen der Pandemie bisher jedenfalls hervorgegangen sind. Da in der Tat natürlich nochmal die Frage zu stellen, auch von meiner Seite, inwieweit ich der sozusagen der weltweite, doch zu beobachtende Kritik an China, der dramatische Verlust auch des Ansehens in China durch die ungeklärten Fragen nach dem Ursprung der Pandemie, nicht doch noch zu einem größeren Nachteil Chinas sich auswirken werden. Und möglicherweise in der Tat, und da kommen wir dann zu der Frage der Blockbildung, zu einer antichinesischen Koalition führen könnte, wie man sie jetzt schon ja teilweise beobachten kann, wenn man etwa die Presse in Australien, aber auch in vielen anderen europäischen Ländern verfolgt, dann gibt es da ja fast einen Lang der Kritik. Also das nur als Faktum hingestellt. Der andere Block der Fragen, auf die wir dann vielleicht in einem zweiten Punkt eingehen sollten, der stellt dann doch auch nochmal die Frage oder die These in Frage, die Sie ja mit reingebracht haben, auf die ja viele, auch nicht zuletzt unsere virologischen Experten hier zunächst mal sehr positiv reagiert haben, die gesagt haben, das chinesische System bzw. die chinesische Politik in der Pandemie war nach eigentlichem Versagen dann eben doch sehr effizient und hat unglaubliche Vorteile gebracht und mit dem impliziten Schluss, das autoritäre digital-perfekte Überwachungssystem Chinas ist einfach besser geeignet, um solche großen Krisen zu bewältigen im Vergleich zu den großen Opferzahlen, die wir in den demokratisch regierten Staaten des Westens, nicht zuletzt in unmittelbarer Nachbarschaft in Europa. Hier diese Frage wird doch auch nochmal in Frage gestellt, nicht zuletzt natürlich mit Blick auf Deutschland, das Krisenmanagement von Deutschland. Man könnte dazu aber natürlich auch hinzufügen, die durchaus erfolgreichen Ansätze, die in Japan, in Südkorea, nicht zuletzt auch in Singapur gegeben haben, so durchaus asiatische Staaten. Last but not least natürlich Taiwan, das nochmal einen eigenen Diskussionsblock wert wäre. Auch hier wäre natürlich nochmal spannend, die Frage zu beantworten, inwieweit es sich möglicherweise einen neuen Blick auch in China auf Taiwan ergeben könnte, denn Taiwan hat ja in der Tat sehr viel auch mit sehr viel klugen Maßnahmen zu einer schnellen Bewältigung der Krise im eigenen Land beigetragen und sollte eine möglicherweise, wie es die Taiwanesen fordern, eine größere Stimme in der Welt bekommen. Ich belasse es mal so, wir gehen jetzt, glaube ich, tatsächlich in den ersten Block, die Frage nach den Machtverschiebung nach den Konsequenzen, weltpolitischen Konsequenzen, nicht zuletzt aber auch die auf die Frage nach der Rolle der Europäischen Union oder nach den Optionen für die Europäische Union, möglicherweise auch die Optionen für die deutsche Außenpolitik. Wollen wir mit Henrik Unorge anfangen, dazu ein paar Thesen nochmal in den Raum zu stellen? Ja, sehr gerne. Also ich glaube, wir haben viele Blöcke identifiziert, die wirklich sehr gut zusammenpassen, die wir so diskutieren können, die aber auch unmittelbar miteinander zusammenhängen. Also zunächst mal zu der Frage der Machtverschiebung im Rahmen der Corona-Krise oder den Auswirkungen auf die Machtverschiebung oder auch die erste Frage, die Sie ja schon stellten, in Bezug auf auch unseren Monitor dann. Ich glaube, hier schließe ich mich meiner Kollegin absolut an, dass wir da in vielen Dimensionen noch zu sehr mittendrin sind, um das sagen zu können. Wir können natürlich mittlerweile sehen, und Ying, du hattest das ja auch sehr schön mit den Zahlen gezeigt,
dass die Staaten tatsächlich unterschiedlich stark auch wirtschaftlich betroffen sind. Aber wir müssen da ein bisschen vorsichtig sein, was daraus sozusagen wirtschaftliche Konsequenzen für die Zukunft angeht. Also in dieser Dimension Wirtschaft kann man, glaube ich, im Moment für Einzelstaaten noch nicht jetzt sagen, wer leidet jetzt auf Dauer besonders darunter. Natürlich ist klar, dass die USA die höchsten Zahlen seit Jahrzehnten haben, was die Arbeitslosen angeht. Vergleiche sind nicht nur gezogen worden zur Finanzkrise 2008/2009, sondern tatsächlich ja auch schon zur Depressionsära der frühen 30er Jahre, um das einzuordnen. Diese Herausforderung ist natürlich enorm. Mittlerweile ist es allerdings so, dass die beiden Staaten, also wenn wir mal auf China und die USA besonders weiter schauen, so stark auch miteinander verflochten sind, dass der Verlust des einen auch sehr schnell ein Verlust des anderen ist. Und das ist auch etwas, was der derzeitige Amtsinhaber im Weißen Haus nicht so recht zu verstehen scheint. Er hat ein ganz klares Nullsummenverständnis von internationaler Politik und gerade auch von internationaler Wirtschaftspolitik. Das heißt, wenn der andere gewinnt, ist das erstmal schlecht für mich. Das ist sozusagen so seine Ansicht. Das ist etwas, was in der aktuellen wirtschaftlichen Verflechtung oder auch in Zeiten von Globalisierung eigentlich nicht mehr haltbar ist, auch von den wenigsten Wirtschaftswissenschaftlern so gesehen wird und auch von vielen Politikern auch in den USA anders interpretiert wird, dass nämlich ganz klar gesagt wird, wir sind ein weltpolitisch verflochtenes oder auch weltwirtschaftlich verflochtenes System und das Wachstum des anderen kann auch unser Wachstum sein oder ist sogar unausweichlich unser Wachstum. Das heißt, hier prallen tatsächlich auch unterschiedliche Interpretationen aufeinander, was überhaupt Gewinnen und Verlieren heißt. Und Trump hat ja immer wieder betont, dass Gewinnen, Winning, ganz großes Element seiner Wahlkampfstrategie war und auch seiner Politik gegenüber China. Wenn man hier auf die Zahlen schaut, ist es tatsächlich so, dass das nicht so einfach ist, dass man nicht einfach sagen kann, nur weil China gewinnt, ist das automatisch schlecht für die USA. Im Gegenteil. Eigentlich zeigt diese Krise ja einmal mehr, wie eng die Staaten miteinander verflochten sind. Es gibt aber Machtverschiebungen jetzt jenseits von wirtschaftlicher Dimension, wenn Sie an diese drei Ebenen des Schachspiels denken, gerade in der untersten Ebene, die wir tatsächlich derzeit schon feststellen können. Einerseits, was das Image angeht, also die Dimension von Anziehungskraft oder Softpower, eben auch das Thema, was mich so besonders interessiert in meiner Forschung am Lehrstuhl für internationale Beziehungen. Und hier können wir tatsächlich sehen, dass die USA weiter Softpower verspielen. Auch hier ist der US-Präsident selbst persönlich sicherlich ein großer und ein entscheidender Faktor, indem er einmal mehr auftritt als jemand, der ganz offene Unwahrheiten auch sagt. Im Grunde kein Tag geht vorbei, wenn man nicht neue Bilder sieht. Jetzt denken Sie an die jüngste Pressekonferenz von gestern aus dem Weißen Haus, wo eben ganz offensichtliche Falschaussagen auch getroffen werden, beispielsweise wenn es darum geht, dass er sagt, jeder, der möchte, kann getestet werden, aber es ist ganz offensichtlich nicht so in den USA. Und das ist natürlich ein ganz klares Indiz dafür, dass Glaubwürdigkeit verloren geht des amerikanischen Präsidenten, des Systems und damit auch extrapoliert des gesamten Landes. Und da ist es tatsächlich so, dass wir sehen, dass China jetzt eine Vielzahl von Tests zur Verfügung stellt oder beispielsweise auch Masken liefert und das natürlich Instrumente sind, um die Machtverschiebung auch in dieser Dimension von Macht zu ihren Gunsten zu gestalten. Und hier muss man klar sagen, dass die USA hier nicht die Rolle übernehmen, die ihnen vielleicht in der Vergangenheit oder auch unter anderen Präsidenten wohl zugefallen wäre. Interessant ist, dass diese Rolle auch aus amerikanischer Sicht zunehmend von Deutschland gespielt zu werden scheint. Also es gibt sehr viele Kommentare, die sagen, dass eigentlich niemand so gut aus politischer Führungssicht mit der Situation umgeht wie Frau Merkel. Also das heißt, hier haben wir, gab interessante Kommentare in den letzten Tagen und Wochen dazu. Man sprach ja auch bei ihr schon, auch in den USA, von einer Lame Duck. Das heißt, eine Kanzlerin, die gesagt hat, dass sie nicht nochmal kandidieren wird und die jetzt aber einmal mehr sozusagen durch ihren eigenen Hintergrund, ihr eigenes Auftreten dazu beiträgt, doch sehr gut eigentlich mit der Situation umzugehen. Das heißt, wir haben auch dieses Phänomen des Images oder des Glaubwürdigkeitsverlustes, da können wir tatsächlich Verschiebungen festmachen. Ein Punkt noch zu der Frage der Langfristigkeit dieses Verlustes.
Und auch der Frage, die eben auch schon jetzt mehrfach angesprochen wurde, geht denn China, heißt das automatisch, dass China besser damit umgeht? Geht China besser damit um? Da wäre ich auch sehr vorsichtig, aus mehreren Perspektiven heraus. Einmal auch einfach aus der Zeitperspektive. Wir sind mittendrin, wir wissen nicht genau, wie es weitergeht. Oder das heißt, wir wissen es nicht genau, wir wissen es im Grunde gar nicht. Und auch was zweite mögliche Wellen angeht oder so. Also da bewegen wir uns auf sehr dünnem Eis, um das jetzt schon bewerten zu wollen. Das andere ist natürlich auch, dass wir ganz unterschiedliche Bewertungsmaßstäbe vielleicht auch anlegen. Was heißt denn überhaupt gut damit umgehen? Und hier müssen wir uns vor Augen halten, dass es sehr unterschiedliche Verständnisse des Staates gibt, beispielsweise in China und den USA. Und dass es sehr unterschiedlich bewertet werden würde, wenn wir diese Frage jetzt den Durchschnittsamerikanern und den Durchschnittschinesinnen und Chinesen stellen. Was heißt denn gut umgehen? Und da gehen die Meinungen sicherlich auseinander und das muss man bei der Bewertung eben auch mit einbeziehen. Und ich würde auch nicht sagen, dass automatisch Demokratien schlechter mit so etwas umgehen. Denn das zeigt ja auch der Blick auf andere Demokratien, die nordischen, skandinavischen Länder, Australien hatten Sie angesprochen, auch Neuseeland, andere Staaten, die eben auch zum Westen gehören, die ein demokratisches System haben, die auch mit der Situation umgehen können, beziehungsweise auch einfach mal wertfrei betrachtet einfach unterschiedlich damit umgehen. Das heißt, es scheint ja nicht alleine an dem politischen System zu liegen, sondern auch an der Ausgestaltung. Was macht man damit mit den Möglichkeiten, die man zur Verfügung hat? Und man kann tatsächlich sehen, dass Demokratien vielleicht manchmal langsamer reagieren als autokratische Staaten. Das hat man auch in der Vergangenheit häufig gesehen. Das war auch ein großer Kritikpunkt schon, als es beispielsweise um den Zweiten Weltkrieg ging oder um die Konfrontation mit dem Faschismus, dass man sagt, Demokratien brauchen einfach lange, um sich auf eine eigene Linie zu einigen, um die möglichen politischen Mehrheiten auch zu haben, um Dinge zu verabschieden, die der Rechtsstaat nun mal so vorsieht. Da hat vielleicht eine Autokratie einen Startvorteil, weil man sozusagen mit harter Hand Dinge umsetzen kann. Zeitvorteil schon, aber das heißt nicht automatisch, dass das ein qualitativer Vorteil ist. Das heißt, ich wäre da etwas vorsichtiger mit dem mit der Beurteilung, wer jetzt besser damit umgehen, vor allem wenn wir das auf lange Sicht betrachten. Okay, vielen Dank, Hendrik. Ich glaube, es sind natürlich jetzt noch weitere Nachfragen entstanden im Laufe der Antwort und ich fürchte, wir werden sicherlich nicht alle und jede einzelne Frage, die also sehr spannend formuliert sind, hier noch mit reinnehmen in die Diskussion, denn ich will doch jetzt unbedingt auch noch mal Frau Wang das Wort geben, vielleicht aber doch nur noch mit Fragen, ergänzenden Fragen, die hier bei mir aufgelaufen sind. Eben unter anderem die Frage, ob nicht in Ihrem Vortrag, vielleicht war das auch ein falscher Verständnis, sozusagen die implizite Annahme war, dass China in den nächsten Jahren die USA notwendigerweise überholen wird und ob da nicht auch etwas wie eine Überheblichkeit im der chinesischen politischen Klasse zu verorten sei. Deswegen auch diese Frage noch einmal an Sie. Jetzt brauchen wir ein Mikro. Vielen Dank, Herr Müller-Stede. Ich möchte zuerst die Frage von meinem Kollegen ein bisschen beantworten. Was bedeutet gut umgehen? Ich muss ehrlich sagen, ich meine, ich habe nicht gesagt, die chinesische Regierung hat gut gemacht. Nein, die chinesische Regierung hat Anfang der Krise erst sehr spät reagiert. Während China das Epizentrum der Pandemie war, stand die chinesische Regierung auch unter starkem innenpolitischen Druck. Ich meine, das Krisenmanagement hatte nicht sehr viele mit dem politischen System zu tun. In der Corona-Krise spielen die Staaten als Hauptakteure eine entscheidende Rolle. Staaten mit unterschiedlicher Herrschaftsform verhalten sich natürlich unterschiedlich. Meiner Meinung nach sind die Führungsfähigkeit der Regierung, die Versorgungssicherheit und das Gesundheitssystem viel wichtiger für ein erfolgreiches Überwinden der Krise als das politische System. Das ist meine Antwort. Ich meine, was bedeutet guter Umgehen? Wir können schon das vermessen. Okay, eine Regierung hat schnell diese Verbreitung des Virus begrenzt. Das eine.
Okay, die Regierung hat Todeszahlen möglichst gering zu halten. Das ist auch wichtig. Das Leben ist das Allerwichtigste. Wenn die Regierung hat das Leben, viele werden fragen, okay, die Zahl von chinesischer Regierung ist unverlässlich. Ja, aber meine Meinung, ich kenne die ich habe chinesische Freunde und Verwandte. Sie können jetzt schon normal leben. Ich meine, mindestens hat die Regierung unter Kontrolle gebracht. Man fühlt sich auch besser. Das meine ich, unter Kontrolle gebracht. Ich habe im Vortrag gesagt, die Regierung, die chinesische Regierung hatte zeitliche Vorsprünge. Das bedeutet, ich meine, durch diese Krise hat China sehr viel verloren, nicht gewonnen. Das ist erst deine Reaktion gerade zu dieser Diskussion. Gerade hat Herr Müller-Strieder auch eine gute Frage gestellt. Wieso sich die EU in dieser Krise oder in dieser Rivalität positionieren? Ich meine, die EU soll sich weder auf die Seite der USA noch auf die Seite Chinas stellen. Warum? Ich meine, das ist eine schwierige Entscheidung. Ist egal, wer im November ins Amt gewählt wird. Ich meine, Demokraten und Republikaner erwarten beide von Europa einen sehr klaren Schulterschluss mit den USA. Das ist für Europa natürlich nicht so leicht. Obwohl die EU und die USA in einer gemeinsamen Verteidigungsallianz sind und die EU sehr enge Handelsbeziehungen mit den USA haben. Vielmehr ist natürlich auch das Verhältnis zu China, gerade auch für Deutschland, sehr wichtig auf ihre engen Handelswirtschaftsbeziehungen. Deshalb am besten soll die EU neutral bleiben, versucht auch eine führende Rolle spielen in dieser Krise. Ich meine, das ist eine Chance auch für Europa. Meiner Meinung nach, die beiden großen Mächte verhalten sich verantwortungslos. Das ist ich meine, die EU kann seine Verantwortung tragen oder eine führende Rolle spielen für eine internationale Zusammenarbeit bei der Bewältigung der Pandemie. Meiner Meinung nach ist diese Schuldfrage nach dem Ursprung des Virus sinnlos. Jedes Land soll sich zunächst auf ihre eigene Herausforderung konzentrieren. Dazu gehört auch die Verbreitung des Virus zu begrenzen und die Todeszahlen möglichst gering zu halten. Das ist meine Gedanke, Herr Müller-Strieder. Ja, vielen Dank, Frau Dr. Huang. Daran kann man viele andere Fragen noch anschließen, aber lassen Sie uns doch einfach nur noch mal tatsächlich auf Frage nach der Europäischen Union, die ja immer auch Frage nach letztlich nach Deutschland beinhaltet, zurückgehen und das zurückspielen noch mal an Henrik Ohne Sorge, weil Sie sich ja auch mit Machtressourcen beschäftigen. Kommt denn die EU in ihren Untersuchungen sozusagen auch als internationaler Akteur vor, der sie ja nur sehr begrenzt ist? Und wie würden Sie denn die Empfehlung von Frau Huang beurteilen, sich neutral in diesem sich abzeichnenden und ja vor unseren Augen sich ablaufenden Machtkampf zwischen Amerika und China beurteilen? Denn es gibt ja deutlich auch Empfehlungen oder einen politischen Streit um die Positionierung der EU auch im transatlantischen Verhältnis. Sollen sich die Europäer nicht, wenn es darauf ankommt, dann doch eher auf die Seite der USA schlagen? Dazu hat ja der Herausgeber, der Chef des Springer Verlages, Matthias Köpfen, kürzlich nochmal einen spannenden Kommentar verfasst. Deswegen die Frage nochmal an dich. Ja, also ich glaube, es sind ja zwei Hauptpunkte gewesen. Einmal die Rolle der EU sozusagen unserer
Forschung oder auch in der Frage der Macht und Machtverschiebung dann jetzt eben auch nochmal ganz konkret die Position der EU oder mögliche zukünftige Position in diesem Kampf, Wettkampf, in dem wir uns irgendwie sicherlich befinden und auch in Bezug auf die Corona-Krise. Zu dem ersten Punkt. Ich hatte ja gesagt, wir haben uns die G20 angeschaut, minus EU. In den G20, dieses Format hat ja auch vor allem Präsident Obama damals sehr stark vorangebracht, mit einem ersten Treffen dann damals auch in London musste das gewesen sein. Da war die EU immer mit an Bord mit ihren außenpolitischen Vertreterinnen und Vertretern. Für unsere Berechnungen haben wir die EU rausgelassen. Das heißt, wir schauen uns im Grunde die G20 minus EU an, also die Nationalstaaten unter den G20, und das sind dann eben nur noch 19, einfach aus statistischen Gründen, weil wir das für die EU nicht wirklich berechnen können. Diese Zahlen, die Wirtschaftsleistung, die Militärausgaben, die sind nationalstaatliche Zahlen für gewöhnlich, die da erhoben werden, die Universitäten, die Patente. Und man kann sie natürlich addieren für die EU, klar. Aber dann würden diese Zahlen ja auch immer mehrfach vorkommen. Dann würden sie vorkommen für Deutschland und die EU und für Frankreich und die EU und für Großbritannien und die EU, also für alle Staaten, die in den G20 dann sozusagen zweimal vertreten wären. Das hat statistische Gründe, dass wir die EU da rausgelassen haben. Aus den quantitativen Untersuchungen oder Berechnungen. Das heißt natürlich nicht, dass wir sie aus den qualitativen Untersuchungen herauslassen, wenn wir uns fragen, wie steht sie da oder wie sollte sie oder wie kann sie auch reagieren. Aber bewusst sage ich auch, wie sollte sie, weil wir das natürlich auch versuchen, als Beratungs sozusagen Leistung irgendwo mit reinzubekommen. Wichtig ist ja, dass wir schon feststellen können, dass es auch innerhalb der EU sehr unterschiedliche Reaktionen gibt, sehr unterschiedliche, um jetzt wieder bei der Corona-Krise als Beispiel zu bleiben, und sehr unterschiedliche Antworten gibt. Das heißt, wir stellen hier mal fest, dass die EU auch da nicht wirklich mit einer Stimme spricht. Das ist auch ein großes Problem, was die Positionierung der EU angeht. In diesem neuen Kalten Krieg, wenn wir mal davon sprechen wollen, auch wenn ich den Begriff gar nicht so ganz so gerne mag, aber auch in Bezug auf alle möglichen anderen Fragen. Es ist immer die Frage der Einheit der EU. Und wenn die gegeben ist, dann ist die EU tatsächlich in einer Position, dass sie gegenüber beiden, gegenüber Washington, aber auch gegenüber Peking, nicht unbedingt aus einer Position der Schwäche heraus auftreten muss und sagen muss, bitte, sondern auch klare Forderungen stellen kann. Und das geht auch in beide Richtungen. Das sollte auch in beide Richtungen möglich sein. Das heißt einerseits, dass diese Fragen von Menschenrechten oder Menschenrechtsverletzungen, Umgang mit bestimmten Minderheiten und andere Dinge genauso thematisiert werden müssten wie mögliche Versprechungen oder mögliche Androhungen von amerikanischer Seite. Nun, ich erinnere mich da an den ehemaligen Botschafter aus Berlin, der eben auch ganz klar gedroht hat. Und das sind, also wenn Deutschland oder die Bundesregierung nicht den Wünschen aus Washington nachkommt. Und das sind natürlich Punkte, wenn die EU da mit einer Stimme sprechen würde und sich auf eine Position einigen könnte, dann könnte sie in beiden Positionen oder gegenüber beiden Partnern durchaus auf Augenhöhe in vielen Bereichen auftreten, in vielen auch nicht, da muss man sich keine Illusionen machen, aber in vielen wirtschaftlichen Bereichen natürlich schon. Wenn wir die Wirtschaftsleistung der EU mal zusammenrechnen, ist die größer als die der USA und größer als die von China. Andererseits heißt es aber auch nicht, dass wir nicht sagen könnten, dass es natürlich eine gewisse zivilisatorische, ideologische, systemische Nähe eher zu den USA gibt oder einen Grunde ausschließlich zu den USA gibt. Oder zu dem Westen insgesamt. Das betrifft Fragen der Menschenrechte, das betrifft Fragen der demokratischen Teilhabe. Das besagt aber auch, gerade wenn man darauf immer pocht, dass man dann auch diejenigen kritisieren kann, die vielleicht Menschenrechte predigen, aber nicht leben oder Werte nach vorne stellen, aber ihre Politik nicht daran ausrichten. Das heißt, auch da würde ich sagen, muss man schon klar sagen, dass eine größere Nähe da ist und eine größere Verbindung da ist in dieser Dimension, in der gesellschaftlich-ideologischen Dimension zu den USA. Aber aus dieser erwächst jetzt nicht als Folge, dass man sozusagen einfach folgen sollte oder ungefragt diese Meinungen übernehmen sollte oder Positionen übernehmen sollte, sondern gerade weil man sagt, wir sind in der Position, dass wir gute Partner und vielleicht auch Freunde sind und lange Jahrzehnte waren, dann kann man seinen Partner und seinen Freund auch mal kritisieren und sagen, wir stimmen mit dir grundsätzlich überein, aber was du hier gemacht hast, war ganz schöner Mist. Und ich glaube, wenn die EU das schaffen würde, dann
wäre das ein großer Fortschritt. Und vielleicht ist da, und da stimme ich mit dir absolut überein, vielleicht ist das da tatsächlich auch eine Chance, eine solche Herausforderung bietet. Denn die USA wird fordern und fordert schon, Stellung zu beziehen. Das muss man ganz klar sagen. Das war auch schon, wir sprechen jetzt fast ausschließlich über Covid-19 oder Corona, aber das war auch schon so im Fall von Huawei, von Technologiewettstreit beispielsweise. Da gab es ganz klare die Aussage, entweder ihr seid für uns oder ihr seid gegen uns. Das heißt, es wird ganz klar auch hier wieder dieses Nullsummenspiel deutlich. Das heißt, entweder Freundschaft und Gefolgschaft oder Feindschaft oder zumindest Konkurrenz. Und das ist natürlich was, was die EU auch nicht einfach mitmachen sollte. Aber ich würde grundsätzlich natürlich schon sagen, aus der Position der Stärke heraus kann man mit beiden Partnern auch trefflich streiten. Hier nur ein Nutzenkommentar, der sehr bedauert, dass die EU nach wie vor zersplittert und zerstritten ist, eher mehr als weniger. Gerade gegenüber China gäbe es keinen Konsens, also eher Opportunismus und Schmeichelei gegenüber China. Realitäten, der die ganz klar von einem systemischen Herausforderer auch sprechen. Also es wird auch zunehmend so wahrgenommen. Ich glaube, gerade heute war wieder ein Kommentar, ich glaube, es war in der Zeit, die auch diese Tendenz sehen, dass das verstärkt auch wahrgenommen wird, dass man auch da in einer Konkurrenz sich befindet und nicht sozusagen nur aus wirtschaftlichen Gründen das immer unter den Tisch kehrt. Also das gibt es ja durchaus auch, diese Tendenz in der Politik. Ja, vielen, vielen Dank, Herr Ohnesorge. Vielleicht kommen wir doch noch mal zu einer letzten Frage, die ich nicht ausklammern will, beziehungsweise die Frage ist schon vor einiger Zeit aufgetaucht. Und die Frage bezieht sich auf schlichtweg natürlich auch eine überschießende Kritik an China, die inzwischen auch durchaus rassistische, fremdenfeindliche Untertöne hat. Wie kann man gegen antiasiatische Rassismus und Übergriffe vorgehen, die doch auch durch Trumps Narrative des Chinese Wuhan-Virus befördert werden, fragt jemand. Und ich möchte das doch auch hier nochmal betonen, dass gerade in dieser Welle der China-Kritik und wo durchaus berechtigte Fragen an das chinesische politische System, an das chinesische Verhalten im Rahmen dieser Krise gestellt werden und wo sich sozusagen auch ein Paradigmenwechsel in der westlichen Wahrnehmung gegenüber China, nicht zuletzt aber auch hier bei uns in Deutschland, abzuzeichnen scheint, wie man da natürlich auch aufpassen sollte und müsste, um sozusagen ganz klar auch die ja inhärent möglichen Rassismen gegenüber dem Chinesen als solchen, die ja tief verwurzelt sind, auch in der europäischen Geschichte, abzuwehren. Und die Frage wäre nochmal als Abschlussfrage vielleicht auch sowohl an Huang als auch an Herrn Ohnesorge zu stellen. Brauchen wir nur das Mikro. Le Mikro. Ohnesorge. Ich bin eine Chinesin, wie kann ich diese Frage beantworten? soll ich den Auftakt machen? Aber auf jeden Fall würde mich und uns alle da deine Meinung auch ganz entscheidend interessieren. Ich kann das natürlich nur unterschreiben und bestätigen. Also es gibt diese Tradition, du sprachst von einer europäischen Tradition, es ist natürlich auch ganz besonders eine deutsche, wenn wir uns an diese Ideen oder diese Phantasmen einer gelben Gefahr oder so etwas erinnern, die eben auch auf die deutsche Kolonialzeit zurückgehen und die auf beiden Seiten sehr wohl bekannt sind, gerade auch auf chinesischer. Also dieses Jahrhundert der Schande von 1842 und den Opiumkriegen im Grunde bis 1949 ist sehr präsent im chinesischen kollektiven Gedächtnis, aber auch in der chinesischen politischen Idee, wie man das Land aufstellt. Das heißt, das spielt eine ganz große Rolle. Das können wir empirisch beobachten und wir können natürlich auch normativ sagen, dass das eine Entwicklung ist, die gerade jetzt auch dadurch wieder enorm verstärkt wird und die absolut in eine falsche Richtung geht.
die sozusagen durch politische Bildung, also das, was wir sozusagen hier heute Abend machen oder was auch gerade die Bundeszentrale natürlich macht, immer wieder versucht werden muss und sollte gerade zu rücken. Also das ist natürlich was, womit man in der Vergangenheit, wenn man in sie zurückschaut, gerade nicht gelernt hat, sondern alte Fehler wiederholt, die heute genauso falsch sind, wie sie damals waren. Und die oft nur, glaube ich, ein Deckmantel sind für einerseits Unwissen, andererseits aber auch für fehlende Verantwortungsübernahme oder so etwas. Also bei Trump sieht man das ganz deutlich, dass er verstärkt, du hattest es die China-Karte genannt, dass er die verstärkt spielt, wo er auch innenpolitisch und auch international unter Druck gerät. Das heißt, ein ganz wichtiges Element politischer Führung ist auch die Verantwortungsübernahme, im Guten wie im Schlechten. Wenn etwas gut funktioniert, dann kann sich der Präsident, der Premierminister oder der Kanzler oder die Kanzlerin oder die Präsidentin, wie auch immer, hinstellen und sagen, das habe ich gut gemacht, das habe ich oder das hat meine Regierung gut gemacht. Aber genauso gut muss man hingehen und sagen, das haben wir verbockt oder hier haben wir einen Fehler gemacht. Nach der Invasion oder der gescheiterten Invasion in der Schweinebucht im April 1961 hat Kennedy gesagt, der Erfolg hat viele Väter, ein altes Sprichwort sozusagen, bemüht und hat sich hingestellt und gesagt, der Erfolg hat viele Väter, aber die Niederlage oder der Fehlschlag ist für gewöhnlich weise. Aber er übernimmt die volle Verantwortung, er möchte nicht hören, dass das irgendwie auf irgendjemand anders abgewälzt wird. Und sowas geht natürlich Trump komplett ab, dass er sich jetzt auch einmal hinstellen könnte und sagen könnte, okay, wir, die Regierung, oder vielleicht sogar noch einen Schritt weitergehen und sagen, ich als der Hauptrepräsentant dieser Regierung habe auch Fehler gemacht. Das wird Trump, wenn man seine Persönlichkeit kennt, die nun seit, wann ist er geboren, 46, seit 74 Jahren sich nicht verändert hat und vermutlich auch nicht groß verändern wird, das wird er nicht machen. Über den Schatten wird er nicht springen können. Und deshalb greift er eben zu diesen sehr billigen sozusagen Ausreden und Mechanismen, die es natürlich richtig zu stellen und immer zu bekämpfen gilt. Das ist absolut klar. Ganz kurz im Anschluss nochmal an die Frage, ob Trump seine Fehler jemals anerkennen wird. Wird es jemals in China eine offene Fehlerdebatte geben, Frau Huang, in der chinesischen Öffentlichkeit? Ja, wir haben auch darüber geredet. Trump bringt China zum Vorteil oder zum Nachteil? Es ist eine, gibt keine Konsens. Ich meine, beide Länder führen einen Propagandakrieg. Propaganda hat zwei Funktionen. Eine Funktion ist, um eigene Stärke zu demonstrieren, beziehungsweise Machtdemonstrationspolitik. Propaganda hat noch eine andere Funktion, um innenpolitische Meinungsprozesse zu beeinflussen. Ich meine, durch diese Corona-Krise haben Chinesen etwas Neues erfahren. Vielleicht Meinungsfreiheit ist schon wichtig. Falls damals gibt es ein paar Ärzte, sie haben schon früher das Virus erkannt. Warum wird die Bevölkerung so spät informiert? Wenn wir früher schon das Virus erkannt, vielleicht können wir früher die Maßnahmen so ergreifen. Vielleicht wird die Situation, heutige Situation, nicht so schlimm. Deshalb, ich meine, Krise ist eine Chance. Ich meine, es geht nicht um Politik, es geht um unsere Menschen. Wir als ein Menschen. Was können wir noch besser machen, um mehr Menschen, um mehr Leben zu retten? Ich meine, Kritik ist keine bessere Zeit, um Kritik zu üben. Wir müssen Leben retten und uns alles zusammenhalten gegen diese Corona-Krise besiegen. Das ist mein Wunsch auch zu dieser Frage. Ganz herzlichen Dank, Frau Huang. Sie haben ja eben nochmal, und das sollte man vielleicht noch betonen, Bezug genommen auf den chinesischen Arzt Lieben Liang, der Anfang Januar vor dem Virus gewarnt hat, aber zum Schweigen gebracht wurde und später tragisch am Virus gestorben ist, und der mit dem Satz, eine Gesellschaft braucht mehr als eine Stimme,
in China eine Berühmtheit erfunden hat. Und ich freue mich, dass wir vielleicht mit diesem Satz eines frühen chinesischen Warners vor dem Virus diesen Abend beenden können. Mir ist völlig klar, der Vorhang offen und alle Fragen weiterhin ebenso offen. Und wir werden uns, glaube ich, in der politischen Bildung weiterhin mit der großen Frage beschäftigen, wohin die Welt sich drehen wird im Rahmen dieser Corona-Krise. Denn dass die Corona-Krise ein Ferment des Wandels in sich birgt und einen neuen geschärften Blick auf unsere Gesellschaften sowohl provoziert, aber auch doch auf das große Ganze, die Zukunft der internationalen Beziehungen, nicht zuletzt auf die großen Fragen auch der chinesischen Zukunft und unser Verhältnisses zu China. Das scheint mir ganz sicher zu sein. Und daher werden wir dieses Thema immer wieder neu aufgreifen. Ich freue mich sehr und danke Ihnen für Ihre kenntnisreichen, offenen, kritischen, selbstkritischen Antworten auf unsere Fragen. Danke Ihnen allen für Ihre wunderbare Beteiligung. Mir ist nicht klar, dass hier noch spannende Fragen im Chat warten. Sie sind natürlich herzlich eingeladen, sich auch direkt an unsere Referenten zu wenden. Wir werden, wie gesagt, diese Reihen und diese Debatten fortsetzen. Ich danke Ihnen alle. Ich danke Anna Hoff für Ihre Vorbereitung. Ich danke Gunnar Sohn für die wunderbare technische Begleitung und darf jetzt noch schon mal auf den nächsten Montag hinweisen. Da wird Andrea Rotter von der Hans-Seidel-Stiftung über US Foreign Policy and the Presidential Race sprechen im Rahmen dieser Vorlesungsreihe auf Englisch dann. Und Sabine Sielke wird das einführen und moderieren. Schalten Sie bitte ein, bleiben Sie uns gewogen, wie man auch immer im ZDF oder in der ARD sagt. Ich sage es für die Bundeszentrale für politische Bildung und beende damit diesen Abend. Ganz herzlichen Dank. Ja.